Eine Kiste. Ich hoffe, das ist jetzt auch kein so riesiges Gebiet, weil... Also ich hätte ja doch schon Bock, noch einmal den Dungeon zu probieren. Diesmal rennen wir dann auch die erste... Also die erste Instanz rennen wir definitiv komplett durch. Da werden wir nicht komplett wieder alles erkunden. Da habe ich keine Lust da drauf. Das haben wir dann nämlich jetzt, wenn wir dann zum dritten Mal machen. Drei Schlüssel, einfach uns die ersten beiden so. Naja. So. Ist hier ein Friedhof? Und so ein Schiffsfriedhof? Einmal alle verbrennen. Irgendwo gegen den Boden mit dem Ding, ey. Hier ist nichts, aber nicht, oder? Sag mal. Wirklich, der Feuersturm, der funktioniert manchmal einfach nicht. Der fährt da irgendwie gegen eine Wand oder so. Was? Ach, come on. Ach schon. Das gibt es einfach nicht. Warum funktioniert das denn nicht? So. Wen haben wir denn da? Einen Überlebenden. Oh, Attack der Überlebende. Ja. Der Tote wohl, ja. Der überlebt nicht mehr so lange. So. Saphirtafel ist ein makabren Stein eingebettet, die die leeren verzerrte Hülle erschaffen hat. Sie scheint noch intakt zu sein. Saphirtafel nehmen. Wir nehmen. Okay, wir gehen raus. Wir gehen nach draußen. Wer bist du denn jetzt? Du bist nicht wie die Abscheulichkeit da draußen. Sag mir auch, dass du. Sag mir, kommst du auch aus der Vergangenheit? Yep. Wenn es ein Mensch an diesen Ort geschafft hat, muss das Gewebe der Zeit noch schwächer geworden sein. Jura, was hast du nur getan? Jura? Chronomantin Jura, die Anführerin des temporalen Sanktums. Sie ist dem Wahnsinn anheimgefallen und ihre Experimente mit dem Ewigkeitsort haben uns alle in den Ruinen gestürzt. Shit. Who are you? Jetzt bin ich gefangen in dieser ruinierten Zukunft, ausgesperrt aus meinem Sanktum. Wenn ich doch nur einen Schlüssel finden würde. Einen Schlüssel? Ja, trotz den Jahrhunderten des Verfalls, denen das temporale Sanktum in dieser Ära ausgesetzt war, ist die Tür zu seinen Hallen noch immer funktionstüchtig. Es wären aber doch durch Juras Experimente nicht verschiedene Versionen des Schlüssels in die entferntesten Ecken der Zeitlinie geschickt wurden, sind wir beide hier draußen gefangen. Okay, wenn ich einen Schlüssel finden würde, würdest du den Ort dann verlassen? Nein, vielleicht ist es besser so. In gewisser Weise edelmütig, dass ich hier Wache stehe und die Menschen warne, die vorbeikommen. Immerhin habe auch ich zu dieser Katastrophe beigetragen. Also ist das wohl meine gerechte Strafe. Leb wohl. What's this? Temporales Sanktum. Wir haben einen neuen Dungeon entdeckt. Nice. Und wo ist es? Ah, hier. Okay. Interessant. Interessant.
So, die Saphir-Tafel müssen wir jetzt aber zurückbringen, ne? Dann bringen wir mal die Saphir-Tafel zurück. Let's go. Doch ein bisschen länger. Die Nebenquest. Aber wir haben einen neuen Dungeon freigeschaltet. Nochmal. Okay. So, ja. Kannst du den Schrein finden? In einem neuen Buch hinter einer Illusion. Oh. Wait a minute. Die haben wir echt übersehen, ne? Die haben wir die ganze Zeit übersehen. Mit der haben wir nämlich geredet. Ja, zeigen wir mal die Tafel. Oh, die entspricht den Texten genau. Wenn wir gelernt haben, sie einzusetzen, können wir ausreichend Wasser für Wochen reinigen. Ich kümmere mich um alles Weitere. Ich habe dich schon lange genug aufgehalten. Wir mögen zwar nicht kämpfen können, aber jetzt können wir uns durch die Stadt schleichen und Wasser besorgen. Das alles dank dir. Nichts zu danken? Hat auch gar nicht lange gedauert. Ja, gar nicht lange gedauert. Wenn wir dann sowieso in die Zeitalter des Ruins reisen, dann gehen wir doch mal nochmal hier hin. Wait a minute. Eine Sache vorher. Ich muss noch... Hier muss noch einmal verkauft werden. Einkaufen. Das da weg und das da weg. Und dann probieren wir noch einmal, noch ein einziges Mal diesen Dungeon. Und ich rush jetzt durch die erste Stage wirklich einfach durch. I don't care. Wirklich. I do not. Human, can you hear me? Naja, ich kann nicht hören. Ich will's nicht, aber ich kann's. Oh. Ja. Lass mich rein. Ey, wirklich, also... Please, please. Ich mag nicht... mag es nicht nochmal haben. Hatte ich schon mal da gestanden und hat versucht mit uns zu reden? Naja, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Da machen die direkt am Anfang so einen Damage. Sag mal. Seit wann? Seit wann gibt's hier Kisten im Dungeon? What? Lost Thieves Cache geöffnet. Der Fuck habe ich gemacht. Da heck. Was ist denn das jetzt? Hallo? Bist du guter Loot? Bist du guter Loot? Ja, komm. Komm, stirb jetzt. Alright, alright. Okay. Ja, nee, nicht so cool. Und außerdem Schurkenbogen, ja. Egal, aber krass. Hä? Lul. Wie cool ist das denn? Einfach so, ja, hier haben das Gear oder was das ist bekommen. Was ist doch jetzt Sondergear? Das ist doch richtig cool. Kann ich das da mal anziehen? Wie geil. You know what? Das machen wir. Dann kriegen wir nämlich auch extreme Mana-Regeneration. Und es gibt gut Gesundheit. Nice. So, ich würde noch einmal zu dem da gehen. Ich nicht hundertprozentig weiß, ob wir in der ersten Stage schon mit dem reden konnten. Das scheint mir ein bisschen wild. You found a way into the caverns.
Ah, nee, okay. Wir haben mit ihm geredet. Okay. Ja, wir boxen uns einfach hier durch. Das ist mir jetzt egal. Ich denke auch nicht, dass wir krass viel Damage bekommen werden. Das heißt Damage, also dass wir jetzt krass viel Leben verlieren. Nur müssen wir halt den Ausgang dann doch finden. Da ist keiner. Die sind auch wieder alle random, ne? Muss man jetzt an den Außenschnittstellen muss man halt gucken. Hier ist wieder abgesperrt. Wie es ausschaut, da kommen wir nicht lang. Haben wir denn zumindest... Ja, hier können wir durch. Jo, let's go. Seltene Relikte. Ist mir egal, wir gehen da durch. So. Jetzt könnte man überlegen, wieder ein wenig... alles zu erkunden. So. Kindling! Like the kindle to get through. Das ist auch noch nicht übersetzt. Ja, aber das macht ja nichts. Wir gehen zum ausgehöhlten Titan. Auch hier. Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen höhere Verteidigung. Das muss man einfach sagen. Wir sind ein bisschen besser ausgerüstet. Level 20 macht uns endlich nichts mehr aus. Sagte er und starb direkt. Das wäre jetzt so typisch, wenn ich jetzt noch mal drauf gehen würde. Ich will nicht. Halt das Ding jetzt auch die ganze Zeit bei mir. Im Übrigen. Weil wir eh nicht so viel Leben verlieren. Jetzt sind jetzt bei 91. So viel Damage bekommen wir nämlich gar nicht. Und wir bekommen ja die ganze Zeit nochmal die Dinger da zurück. Oder auch nicht. Hello again. We are getting closer to where the mountain beneath is headed. Titans are simple creatures. Achso, ja, stimmt. Ja, okay. Das haben wir auch schon gehabt. Das ist immer so hart gefährlich, Mann. Wenn da so mehrere sind, ne? Ich hasse das. Ich hasse das. Weg mit euch, weg mit euch. Niemand kann euch leiden. So.
gar nicht sicher, ob ich wirklich alles erkunden will. Weil das würde wieder bedeuten, dass wir Gefahr laufen, doch zu sterben. Aber wir haben die zweite Ebene, da haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht zu 100%. Dann kann ich das auch nicht so stehen lassen. So, hier würde es jetzt wieder weitergehen. Kann man auch gucken. Okay, hinterlassen zusätzliche Glyphen. Ach stimmt, wir müssen hier auch alles klären, ne? Wir haben ja extra angenommen, dass die Chance, Relikte und so zu droppen, erhöht ist. Seltene Waffen. Dammit, das brauchen wir safe. Also da müssen wir rein. Also seltene Waffen müssen wir safe rein. Definitiv. 100%ig. Das geht gar nicht anders, denn wir haben eigentlich gar nicht wirklich coole Waffen, gerade im Moment, ne? Wir haben keine coole Waffen. Wir brauchen coole Waffen. Ich muss das Ding mal ein bisschen ablegen. Weil... Einfacher Grund, nur noch 68 und es darf nicht... Es darf nicht kaputt gehen. Okay. Wenn wir so ein Ding eingesammelt haben, können wir dann auch wieder ein bisschen... So. Okay. Ich glaube, hier macht auch nicht so viel Sinn, weil hier wieder dicht ist, ne? Hier dürfte wahrscheinlich wieder alles zugebaut sein. Ah, nice. Kriegen wir noch einmal 100. 100 Leben. Oder ist das in der Mitte? Ah, das ist, glaube ich, sogar in der Mitte, ne? Das Abgesperrte. Das Abgesperrte ist in der Mitte. Da komme ich auch nicht wirklich hin. Okay, jetzt ist hier aber auch abgesperrt. Gut, gut, gut. Nee, da kommen wir auch nicht hin. Ich frage mich echt, wie man das freischaltet. Ob das echt quasi dann erst auf höheren Rängen, dass man da halt durch kann. Dann würde auf jeden Fall zumindest ein bisschen Sinn ergeben. So, also in das da wollen wir auf jeden Fall rein. Wir müssen noch so ein paar Bosse sehen. Wir brauchen auch Relikte. Seltene. Ah, da ist, glaube ich, noch ein Boss. Ja. Ich versuche mich hier halt übelst zu konzentrieren, weswegen ich gerade ein bisschen weniger rede. Damit wir nicht schon wieder müssen diesen Drecksdungeon again machen. Wieder unkonzentriert war und deswegen irgendwie wieder am Sterben bin. Oh, eine Rune des Aufstiegs. Nein, 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 nein. Damit, diese Fledermäuse. Was ist denn das für eine Rune? Denn verwandelt den Gegenstand in einen einzigartigen oder Set-Gegenstand derselben Gegenstandtyps.
Der Einsatz bei einem Silberring könnte ihn in irgendeinen einzigartigen Silberring verwandeln, auch in einen, der kein Silberring ist. Eine Verwandlung in einen Helm ist jedoch nicht möglich. Keine der anderen Eigenschaften des Basisgegenstandes werden beibehalten. Wow. Okay, das ist OP. Das ist quite OP. And I like it. Okay, also das heißt, wir greifen uns einen Zauberstab oder so und wandeln den um. Oder wir greifen uns einfach einen oder wir greifen uns eine Brust. Das wäre wahrscheinlich auch noch ziemlich gut. Weil ich glaube nämlich... Ich habe nämlich auch noch eine Brust für einen Mage so im Dreh gefunden. Wenn es halt natürlich dann wieder eine Setbrust wird, naja, dann ist halt so, ne? Kann man halt nichts dagegen machen. Muss man dann mitleben. So, hier ist abgesperrt. Aber hier haben wir noch extrem viel zu erkunden. Und wie gesagt, wir müssen überall hin, weil hier können seltene Relikte droppen. Wie man gerade gesehen hat, auch seltene Glyphen. Oder, weiß ich, seltene Splitter oder was das ist. Nice. Können wir nochmal auffüllen. Sehr schön. Auch nochmal auffüllen. Alles schön erkunden. Nice. Wir kommen gut voran, wir kommen gut voran. Aber man sollte nicht zu früh loben, weil es kann hier noch alles passieren. Einfach alles. Wie zum Beispiel Fledermäuse, die dann kommen und dich one-tappen. Weil die Fledermäuse es können. Keiner hat ihnen je gesagt, dass sie das nicht können. Waren viele Spieler. Okay, dann noch hier oben hin. Ach, das lebt immer noch. Huch. Okay, ich denke, wir haben gleich alles erkundet. Ja. Sehr schön. Nur noch hier unten hin. Und dann haben wir die zweite... Dann haben wir das zweite hier erkundet. Und sind wir wirklich durch den Dungeon gekommen. Please, Game. Please. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Nice. Alle Splitter. Gut. I like. Ah,
I like. Einmal auf 100. Und dann kann man theoretisch noch hier einmal hingehen. Komm, das machen wir auch. Wir wollen ja wirklich alles gesehen haben. Die Dungeons sind schon sehr groß. Die Dungeons sind wirklich extrem groß. Holy. Auch jetzt schon? Alles okay. Next. Seltene Waffen. Let's go. Ruhestätte des Titanen. Wir haben das. Wir haben das. Human. We are nearly there. Mm-hmm. There is something I must tell you, though. Okay, was willst du mir sagen? You must stop the mountain beneath. No mm-hmm. matter what. Even if you must take your torch and burn this entire forest okay. to ash. The humans living under the mountain must be protected at all costs. Okay, warum ist das Leben der Menschen so wichtig? I was grown by a terror herself in the temple that was once down here. Unlike mm-hmm. the mad, rotted spriggans of this time, or the selfish, wild-born ones of the past. Her will forms my very roots. Okay. In her absence, I will protect humans, even if it is only by guiding you. Okay. I respect that. I do. Kann man jetzt mehrere Wege wählen? Nee, ne? Nee, es gibt nur den einen. Der Boss, der Berg der Tiefe. Nach Abschluss der Abstimmung werden diejenigen, die sich dafür entschieden haben, Ruhestätte des Titanen betreten. Alright. We gonna do this. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, ist das Ding. Okay. Das ist cool. Das ist big. Das ist big. Ich hätte gerne gewusst, wie viel Damage es mir macht. Ich mach dem gar keinen Damage, kann das sein? Ich mach dem gerade gar keinen Damage, ne? Ich mach dem gerade gar keinen Damage. Okay, 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 okay. Kann ich ihm jetzt Damage machen? Er ist immun. Er ist immun. Ich bin gerootet. Alright, alright. Okay, 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 okay. Das trifft man nicht. Okay, okay. Irgendwie kann ich ihm keinen Damage machen. Warum kann ich ihm keinen Damage machen? Wo kann ich ihm Damage machen? Wie mach ich dir Damage? Jetzt ernsthaft? Wie mach ich dir Damage? Ah! Au, 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 au. Jetzt ohne Scheiß. Wie mach ich dem Damage? 700 im letzten Titan. Ja, tue ich gerade. Muss ich einfach nur überlegen oder was? Ah, warte, ich muss das hier burnen, ne? Ah, ja. Ah, ja. Okay, never mind, never mind, never mind, never mind. Okay, okay. Ich muss hier stehen bleiben, ne? Kindling. Verbrenn es! Verbrenn es! Ich muss es noch mehr anzünden. Ich muss es noch mehr anzünden. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Kann ich, glaube ich, stehen bleiben, oder? Ist es angezündet? Ist es angezündet? Nice! Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Hier muss ich auch entzünden. Okay, okay, okay. Alles, alles okay, alles okay, alles okay. Komm schon, komm schon. Ja, 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 ja.
Ja, ja. Burn! Komm schon. Ja, es brennt, ne? Es brennt. Es brennt nicht, hallo? Hab ich ihn? Enter. Oh mein Gott. Ja, nice, 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 nice. Oha! Oh, komm schon! Boom! Stirb! Nice, nice! Oh, komm! Please, tell me! Oh, geil! Geil! Das war ein cooler Fight! Kannst keine LP durch kritische Treffer entziehen. Eine kritische Trefferchance. Alle Attribute plus 5. Okay, okay. Respect that. Respect that. Nice. Ah, mega. Hallo. We've done it. Though, I admit I was not expecting you to take my burning the entire forest to ash example quite so literally. That aside, easy. I think I know what the mountain beneath was heading towards after all. Mm-hmm. There is something in the temple here, radiating power. Mm-hmm. Maybe they were hoping to chomp it up in their big rocky maw? Ja, vor allem auch. Jetzt haben wir lieber Macht des Tempels. Let me just reach into the roots near it and... Yes, it seems to want... wants. Was? Yes. Sie wünscht Wünsche? It's something you want, and it might give you something you want more. Humans want shiny gold things, right? If you give it some of those, that might work. Okay, was willst du tun? Wither and die, probably. There are no routes connecting this place with where the humans are hiding. And even if I could travel there, it won't be long before this world finishes dying. Okay, oh, ein bisschen traurig. You are not going to die with it, though. I can tell. Kann ich irgendwie helfen? Shouldn't worry about it. I'm just a Spriggan after all. But if you are really worried about it, here, take a clipping of me and plant it somewhere else. Maybe I'll take root. Oh, nice. Ja, definitiv werden wir machen. You're the one who saved all those humans after all. At the cost of burning up what is probably the last forest in this ruined world. But that is okay. Farewell. Okay, auf bald. Ich nehme das alles an. Und wir nehmen auch den Helm. Wir storen die Materialien. Und wir nehmen auch das da. Dafür mache ich mal kurz einen neuen Tab. Und nenne diesen Tab. Ja, haben. Ist das das? Was geben wir da so? Geben wir das Zeichen da mal? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er haben noch besser als unique ist. Keine Ahnung. Wir machen es einfach mal da rein. Sortieren. So. Jetzt, was war das? Ethereum bietet dir eine Reihe von Optionen an, die sich auf die Belohnung in der Schatzkammer auswirken. Die Kosten, ein Angebot anzunehmen, hängen von den bereits gewählten Modifikatoren ab. Wird ein Angebot abgelehnt, werden die Kosten des stattdessen angebotenen Modifikators erhöht. Wähle sorgfältig. Warte, nochmal. Wird ein Angebot abgelehnt, werden die Kosten des dessen angebotenen Modifikators erhöht. Was? 200 Gold. Was? Wie funktioniert das? Jetzt kann ich das ablehnen? Und dann macht er mehr da draus? Modifikators erhöht. Wähle sorgfältig. Also, ich habe 100k. Ich mache jetzt mal einmal ablehnen. Und guck mal, ob das dann
quasi höher geht. Und was dabei... Einfach, komm. Okay, 1100. Füge eine Truhe hinzu, die mehrere Götzen enthält. Okay. Nee, die viele Runen und Glyphen enthält, nee. Die magische Gegenstand und einen seltenen Gegenstand und einen einzigartigen Gegenstand enthält. Nee. Hier ein Truhe hinzu, die mehrere seltene Stiefel enthält. Seltene Stiefel haben wir auch noch keine bekommen. Aber seltene brauchen wir ja nicht. Die mehrere Götzen enthält, nee. Die mehrere seltene Stiefel enthält, nee. Mehrere seltene Gegenstände enthält, nee. Einen seltenen Gegenstand, einen einzigartigen Gegenstand enthält. Ich glaube, die nehmen wir, oder? Wir holen eine Truhe, die einen seltenen, einen einzigartigen und einen magischen enthält. Komm. Oh, wir können... Okay, für eine... Wie oft können wir das machen? Okay, die einen einzigartigen Gegenstand... Füge einer zufälligen Truhe einen einzigartigen Gegenstand hinzu. Wir haben noch nicht so viele Truhen, ne? Wir haben jetzt eine Truhe. Wobei, doch. Wir haben doch drei Truhen. Wir haben eine magische, eine seltene und eine einzigartige. Annehmen. Allen Truhen einen Gegenstand hinzu. Ja, klar, annehmen. Füge allen Truhen zusätzlich seltene Stiefel hinzu. Nee, das lehnen wir mal ab. Doppel alle einzigartigen Gegenstände aller Truhen. Damit. Ja? Füge einen zufälligen Truhe. Was? Wir verprassen hier gerade unser komplettes Geld, aber I love it. Kann ich das ablehnen? Füge einer zufälligen Truhe viele Glyphen hinzu. Nee. Zufälligen Truhe mehrere seltene Waffen hinzu. Nee. Seltene Stiefel. Nee. 30% mehr Gegenstände. Allen Truhen erhalten 30% mehr Gegenstände. Ja, ja, kann ich nicht nehmen, ne? Füge einen Götzen hinzu. Ah, nee. Wie jede Truhe. Oh mein Gott. Das wäre so krass. Aber nee, können wir nicht machen. Füge viele Runen hinzu. Nee. Zusätzliche Glyphen der Hoffnung. Nee. Doppelte jede Truhe. Okay, das ist halt insane. Füge zusätzliche Glyphe des Chaos hinzu. Zusätzliche Glyphe der Hoffnung. Ja, komm. Ja, das mal. Eigentlich haben eine Chance von 20% verdoppelt zu werden. Let's go. Okay. Ich kämpfe hier alles weg. Okay, wir gehen in die Schatzkammer. Wir gucken uns das jetzt mal an. Okay, wir haben unser ganzes Geld hier weg verbrasst. Das muss ja jetzt. Okay. Ja, geil. Okay, ich dachte eigentlich, wir hätten drei Truhen, aber okay. Also, wir haben das hier. Elementarschaden mit LP-Entzug. 25 Chance auf Unterkühlung, Elektrizität. Nice. Geil. Brauchen wir. Okay, den haben wir schon. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Okay, das ist ein bisschen... kürzlich erfolgreiche erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Während Bewegung erlitt nach Schaden. Okay. Okay. Interessant. Ja, ist derselbe. Ja, ist derselbe. Noch einmal den geilen. Und noch einmal den. Okay. Nice. Ja, uff. Kann man mal bekommen, ne? Oh, leck. Krass. Wie geil ist das denn? Also heißt das, diese Dinger zu machen, ist einfach sowas von imba. Holy shit. Okay, dann kann ich so ein bisschen verstehen, dass man, wenn man stirbt, rausgeworfen wird. Weil das ist ja echt extrem. Das ist ja holy, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uniques bekommen. 9 Uniques.
Ach Mann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss ich mal gucken. Die sind aber alle... Die, okay, die haben aber alle dieselbe... da ist nicht irgendwie was unterschiedlich. Okay. Ja, ja. Ich hätte fast schon gesagt, einfach weil wir Probleme haben mit Damage Mitigation, nehmen wir den jetzt einfach mal mit. Und den dann nehmen wir sowieso mit. Was? Wie, I cannot wear this. So ein Relikt. Achso, das kommt da rein. Wir haben schon 5 Uniques jetzt. 5! Und ein Set-Teil und ein habendes Teil. Nice. Richtig geil. Richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Das ist ja so cool. Okay, beim nächsten Mal. Und wir haben noch eine Glyphe der Hoffnung bekommen. Wobei, naja, Glyphe der Hoffnung ist eigentlich... Na gut, davon haben wir 61 Stück. Also das war... das. Okay, gut. Dachte ich eigentlich, wäre was Besseres, aber naja. Nimmt mal mit. Ein Geschenken-Gau, schaut mir nicht ins Maul. So sieht's aus. So, ich kann hinter dir jetzt hier raus. Komme ich dann dahin? Dämmende See. Wie ist das Game so? Ich kann's nur empfehlen. Ich kann's einfach... keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, hast du schon mal sowas in die Richtung... Hack and Slay gespielt? Diablo, Path of Exile, sowas in dem Dreh. Was seid ihr jetzt? War ich hier schon mal? Hier war ich doch schon mal, oder? Ja, ja, verderbende See. Ja. Diablo zweimal. Mit Diablo 2 kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber du wirst in diesem Spiel auf deine Kosten kommen. Definitiv. Hundertprozentig. Mega coole Fähigkeiten. Du hast so viel Potenzial, deinen Charakter auszubauen und Sachen zu machen. Warte, lass mich mal kurz hier zurückreisen. Dann kann ich vielleicht ein bisschen was zeigen. Es ist auch sehr einfach gehalten. Ja, es gibt einen Support- und Heiler-Char. Ja, den gibt es. Nennt sich Wächter mit der Skillung... weiß ich jetzt nicht. Müsste ich lügen und müsste ich gucken. Übrigens, ich glaube, ich habe hier noch irgendwelche Ziergegenstände, oder? Wie sollten die mal irgendwie aufs Inventar übertragen werden, aber sind sie nicht. Cool. Egal. Du hast immer 3 Skillungen, also 3 Advanced Classes, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Hier in dem Falle vom Magier hast du halt Zauberer, Runenmeister und Zauberklinge. Dort kannst du dich auch nur für 1 entscheiden, dann ist das gelockt. Das kannst du nicht wieder revidieren. Deswegen brauchst du halt, wenn du mehrere Skillungen spielen willst, brauchst du einfach mehrere Charaktere. Aber innerhalb des Trees kannst du alles zurücksetzen. Du kannst quasi rumspielen, wie du willst. Es gibt hier so den Typ, der hier so ein komisches Gehirn abbildet. Bei dem kannst du all deine Passivpunkte zum Beispiel zurücksetzen. Und das ist nur dein Char. Das ist nur quasi deine Klasse, die du hier levelst. Danke für den Follow. Dankeschön. Du kannst hier hingehen und wirklich, also alles. Du kriegst ja auch neue Fähigkeiten, wenn du hier Passivpunkte reinskillst. Und hier dann genauso, ne? Du kriegst hier neue Fähigkeiten, wenn du hier Punkte reinskillst. Und du kannst in Richtung, jetzt beim Magier alleine, Richtung Blitz, Feuer, Eis. Du kannst auch Nahkampfmagier spielen mit der mit der Zauberklinge, etc. Nice. Und vor allem Skills. Das Coolste an den Skills finde ich, jeder Skill ist levelbar. Bedeutet, wenn du einen Skill hast, kannst du den hier oben, wenn du die Slots freischaltest, reinziehen und den quasi custom dir zusammenstellen. Mit Punkten. Also das heißt, du kannst da die krassesten Sachen daraus machen. Wie zum Beispiel den Feuerball nachher zu einem
Plasmaball machen, der Blitzschaden macht. Oder hier so tanzendes Feuer, dass der AOE und so ein Shit macht. Du hast hier mit Element Nova, kannst auch nicht Richtung Feuer, sondern Richtung Eis zum Beispiel gesehen oder Richtung Blitz. Du kannst so viel machen. Es ist insane. Ja. Denke ich schon. Ich bin leider noch nicht ins Endgame gekommen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es Relevanz hat für das Endgame. Für die höheren Stufen und die höheren Rifts dann zu machen, weil du schaltest irgendwann hier das da frei. Mit Level 58 vielleicht, maybe. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Und das sind dann deine Rifts, die du läufst. Ist komplett Koop. Kannst einfach mit jemandem in eine Party reingehen und mit dem spielen. Und das Coolste ist, du sammelst über Zeit, wenn du mit dem spielst, sammelst du solche, ja, so Geschenkdinger, die du dann quasi benutzen kannst, um, wenn der andere offline ist, ihm das zu schenken. Das heißt, wenn du eine Zeit lang mit dem gespielt hast, kriegst du halt die, diese Teile hier. Und mit diesen Teilen kannst du dem anderen, wenn er, selbst wenn er offline ist, Items schenken. Also das heißt, Koop wird hier extrem groß geschrieben. Und demnach gehe ich auch schwer davon aus, wenn nicht nur Koop groß geschrieben wird, dass auch definitiv der Heiler einen Sinn haben wird. Ich muss übrigens hier mal so ein paar Dinger hier reinmachen. Ich habe ganz vergessen. Machen wir hier einfach die da mal rein. Ist ja egal. Willst du ein neuer Freund sein? Also wir könnten gerne mal in Zukunft, wenn ich hier mit der Story durch bin, können wir gerne mal zusammen spielen. Definitiv. Fix eine rauchen. Ja, mach das. Dann werde ich aber wahrscheinlich schon nicht mehr da sein, weil ich wollte nämlich jetzt aufhören. Und das mache ich auch. Ich muss nur noch meinen ganzen Stuff hier jetzt einmal verkaufen. Ich glaube, das ist sowieso nicht. Dings. Jo, gute Nacht. So, verkaufen wir mal den ganzen Stuff hier mal. Erhöhter Feuerschaden brauchen wir nicht. Ich glaube, die Boots sind jetzt auch egal. Da haben wir jetzt auch erstmal bessere. Da haben wir was Besseres. Boots sowieso. Und ja, auch nichts Besseres. Da könnte man noch ein bisschen bessere Feuer-Damage rausbekommen, aber naja. Flammenschutz. Mhm. Oh, das hätte ich können viel verwerten, ne? Flammenschutz wäre wahrscheinlich schon cool gewesen, davon eine Stufe mehr. Egal. Happens. Ich denke, ansonsten passt das jetzt alles. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir zurück. Machen wir einmal hier verlassen. Zurück in den Titelscreen. Nochmal für Mr. Regenbogen. Vielleicht siehst du das da noch. Aber es gibt mit dem, wenn man einen neuen Charakter erstellt, mit dem Paladin. Mit dem Wächter, die Klasse Paladin. Welche quasi die Support-Klasse ist. Welche dann heilen kann, eine Heilaura hat, etc. pp. Also, Support ist vorhanden. Gut. Dann erstmal für das gute YouTube, für alle, die dort zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es weitergeht. Bye bye, tschüss.